Wir sind heute zum Dreh in Hamburg und auch wenn die Stadt sich in diesem Hinterhof nicht unbedingt von ihrer glamourösesten Seite zeigt, wird es gleich dort unten ziemlich spannend. Es geht heute wieder um die Vertonung von Spielen, aber wir haben ein ganz anderes Genre herausgepickt und ein ganz anderes Spiel. Dedalic hat uns eingeladen, bei der Vertonung von Memoria dabei zu sein und ich darf auch wieder eine kleine Rolle sprechen. Und wie sich das deutlich davon unterscheidet, wie ein Action-Rollenspiel vertont wird, schauen wir uns jetzt mal an. Die Periscope Tonstudios in Hamburg sind auf Computerspiele spezialisiert und das Stammstudio von Dedalic. Das macht die Studios, deren Name ebenso wie ihre unterirdischen engen Gänge an ein U-Boot erinnert, zu Experten in Sachen Adventures. Ein Adventure besteht, wenn man es auf die Grundlagen des Gameplays herunterbricht, aus einzelnen Standbildern und Puzzles. Und meistens auch aus vielen Dialogen. Steve Purcell, LucasArts Urgestein und Vater des legendären Duos Sam & Max, drückt es auch einmal so aus. Selbst einfach nur einen Gegenstand im Raum zu betrachten, kann eine lustige Antwort auslösen und in diesem Fall übernimmt die Interaktion die Aufgabe, die Erzählung voranzutreiben. Und auch abgesehen vom Unterhaltungsfaktor ist es traditionell der Dialog mit anderen Charakteren und der Kommentar zur Umgebung, der Spielern Tipps gibt, ihnen die nächsten Schritte aufzeigt oder gar selber ein Rätsel darstellt. Das wohl einprägsamste Beispiel dafür ist das Beleidigungsfechten aus Monkey Island, das ein Duell auf die geschickte Sammlung und Auswahl von Dialogzeilen herunterbricht. Natürlich haben Adventures dabei zunächst nicht gesprochen. Das geschriebene Wort regierte, bis in die frühen 80er, per Parser auch zur Steuerung. Und auch als man nicht mehr tippen musste, sondern klicken durfte, blieben uns lange Zeilen an Text. Adventures sind ein Autorengenre. Egal wie hübsch es ist, ein Titel steht und fällt mit seiner Story und seinen Dialogen. Kein Wunder also, dass sobald die Speicherkapazitäten dafür vorhanden waren, die Adventures das Sprechen lernten. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi, komm hier rüber! Zu Anfang der 90er kamen die ersten vollvertonten Point-and-Click-Titel, weit vorne mit dabei LucasArts mit Sam & Max Hit the Road. Die Vertonung mit ihren markanten Stimmen trug dabei stark zu den durchweg positiven Wertungen bei und die Spieleschmiede, möge sie in Frieden ruhen, behielt den Kurs bei und spendierte auch ihren anderen Serien und neuen Marken Stimmen und lud dabei auch bekannte Namen ins Studio ein wie Mark Hamill, der in Vollgas gleich mehrere Figuren sprach. Als es 2009 und 2010 HD-Neuauflagen der ersten beiden Monkey Island-Spiele gab, war eine der wichtigsten Arbeiten daran die neu aufgenommene Vollvertonung mit den Sprechern, die in Teil 3 die Rollen geprägt hatten. Während manches englische Adventure zur Anfangszeit auf Deutsch an der Synchro gekrankt haben mag, so haben die Studios hinter den modernen Point-and-Click-Abenteuern sich ein Vorbild an solchen Genregrößen genommen. Die Vertonungsqualität muss top sein und Charakter und Stimmung transportieren. Heute klingen die Protagonisten auf Deutsch wie Ben Stiller, Daniel Craig oder im Fall von Dedalic wie Tim aus TKKG und der Comedian Monty Arnold. Der Aufwand, der dabei allein in die Regie geht, ist enorm. Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Ich habe neben mir jetzt den Autor von Memoria und der kann mir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was dazu verraten, wie das aussehen wird mit dem Adventure. Es ist ja im Grunde eine Fortsetzung vom ersten Teil, aber der Twist ist, es gibt zwei Zeitebenen, richtig? Genau, also es ist nur teilweise wirklich eine Fortsetzung. Ein Tester von uns hat mal gesagt, als wir ihn gefragt haben, wie es sich für ihn anfühlte, meinte, es ist 30% Fortsetzung und 70% neue Geschichte. Und diese 30, 70 beziehen sich halt auch gut auf diese zwei Zeitebenen, die du gerade schon angesprochen hast. Die eine Geschichte ist in der Gegenwart, in der aventurischen Gegenwart. Gerons Geschichte wird dann weitererzählt aus dem ersten Teil. Und die zweite Geschichte spielt circa 450 Jahre in der Vergangenheit und handelt von Prinzessin Sadia, die in eine große Schlacht ziehen will, um zur größten Heldin aller Zeiten aufzusteigen. Und diese Geschichte ist völlig neu und ist verschachtelt mit Gerons Geschichte auf eine Art, die ich jetzt noch nicht verraten will. Also im Grunde, man kann fast sagen, dass alles, was auf der Geron-Seite ist, ist auf der Sadia-Seite genau andersherum. Auf Sadias, Gerons Geschichte ist halt ein bisschen kleiner, märchenhafter. Es geht um einen Vogelfänger, der versucht, seine verzauberte Freundin zurückzuverwandeln. Spielt nur in Andergast und in den Wäldern drumherum. Ist also sehr klein gekocht, sehr persönlich, sehr intim. Und Sadias Geschichte dagegen ist, da ist alles groß und monumental. Also da ist ganz viel Epik drin mit dieser Schlacht, die Locations, zu denen man kommt. Sadia ist wirklich so eine klassische Heldin, die wirklich von
von riesigem Hindernis, unmöglichem Problem zu unmöglichem Problem weitergeht und die alles löst, was ihr in den Weg geworfen wird. Und Geron ist halt ein ganz anderer Typ. Geron ist halt so ein gemütlicher, Geron ist ein Undergaster, so, der halt so im Kleinen seine Problemchen löst. Wir sind ja jetzt auch, vor allen Dingen auch wegen der Vertonungen hier, was ist das, worauf ihr besonders achtet jetzt dabei? Es ist ja sicherlich auch sozusagen technisch viel drumherum. Die Leute müssen jetzt Begriffe aussprechen, die ihnen vermutlich überhaupt nicht bekannt sind, aus dieser Welt stammen. Ist das also der größte Haken oder sind da andere Dinge, die eher für dich im Mittelpunkt stehen? Also die aventurischen Fremdwörter sind natürlich so eine Sache. Gerade der Raschtools-Wahl ist so ein Highlight gewesen, da hatten viele Probleme. Witzigerweise, es gab einen Satz, da waren, glaube ich, 3 bis 4 Fremdwörter hintereinander drin. Und eins davon war Raschtools-Wahl. Die anderen, meiner Meinung nach, waren viel schlimmer. Aber das Problem war bei der Raschtools-Wahl. Und also das muss man natürlich immer gucken, dass alles gut rüberkommt. Und ansonsten also das ist schon das Spezielle. Das Speziellste, wenn du eben an einem DSA-Spiel arbeitest. Sonst ist es Regiearbeit wie bei anderen Spielen auch. Wir sind jetzt in den Periscope-Studios für die Aufnahme und es hat schon ein bisschen was von U-Boot hier. Es ist unter der Erde und alles enge Gänge. Aber wichtiger ist, dass Kevin hier ist. Und du erklärst mir jetzt mal, was für eine Rolle ich gleich für dich verhunzen darf. Du spielst ein ehemaliges thulamidisches Straßenmädchen. Also Thulamidia ist so der Mittlere Osten, so die arabische Welt in DSA. Und du hast es geschafft, zur rechten Hand eines arroganten thulamidischen Prinzen aufzusteigen. Es ist eine recht kleine Rolle, aber eine sehr wichtige Rolle, weil an dieser Person wird ein Exempel statuiert, das sehr wichtig ist für den weiteren Verlauf der Geschichte. Okay, ich habe das Gefühl, mich wird ein schreckliches Ende treffen. Rolle mit viel Emotionen oder erwartet mich was Leichtes? Viel Emotionen. Ja, also dir geht's nicht gut in dieser Szene und es wird auch nicht gut enden mit dir. Also alle Emotionen, die du hast, sind wirklich angebracht. Okay, dann schauen wir mal, wie ich das hinkriege. Ich übergebe jetzt mal dieses Mikrofon an dich und gehe da rein, um zum anderen zu kommen. Und nehme mir ganz wichtig was zu trinken und seelischen Beistand mit. Bis gleich. Es ist so ein lautes Flüstern, würde ich das jetzt mal nennen. Also er ist weiter weg und du bist so, hey, hier... Weißt du? Und kriecherisch. Versuch mal. Ich weiß, aber wo soll ich anfangen? Niemand hier weiß, wo er liegt, geschweige denn, dass es ihn überhaupt gibt. Kannst du das mal, dieses, ein bisschen dieses Flüsternde, dieses so unter vorgehaltener Hand mal ausprobieren? So. Ich weiß, aber wo soll ich anfangen? Niemand hier weiß, wo er liegt, geschweige denn, dass es ihn überhaupt gibt. Mhm. Ja, wir kommen der Sache näher. Und du hast richtig, richtig Angst. Ja? Toni hat geregelt. Wir machen einfach mal. Halt! Achso. Mach einfach mal ein paar durch. Einfach, um in die Stimmung reinzukommen. Halt! Eine Bewegung und du bist tot. Klettere zurück in das Loch. Sofort. Wir überlegen gerade, es war an sich ganz gut. Toni meinte, dieses Zittern in deiner Stimme klingt so ein bisschen manchmal, als würdest du lachen. Okay. Halt den Mund. Kasim hat gesagt, ich soll dich töten, wenn du nicht gehorchst. Fordere es nicht heraus. Bei dem zweiten halt den Mund, jedes einzelne Wort. Halt den Mund. Weißt du, das ist Sparta, so ein bisschen. Halt! Eine Bewegung und du bist tot. Klettere zurück in das Loch. Sofort. Halt den Mund. Halt den Mund. Warum tust du nicht einfach, was ich dir sage? Sehr schön, sehr schön. Ich schieße gleich. Ich... kann nicht! Oh Gott, das war vollkommen. So.
Ich darf wieder raus aus der Tonzelle. Es ist nichts mehr zu trinken übrig. Das war gar nicht so wenig anstrengend. Vor allen Dingen dann mit dem Rumschreien am Ende. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, was dieser Figur zustößt. Aber es war nicht ganz einfach für den Kehlkopf. Wenn ich das jetzt mal so vergleiche, die anderen, wirklich die Profisprecher, stellen sich nicht so zimperlich an wie ich, oder? Du hattest auch tatsächlich, dafür, dass es eine sehr kleine Rolle war, eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr emotionale Rolle. Was du auch gemerkt hast, viel Rumgeschreie, viel Angstgehabe. Bei den Profis, die kommen schneller dahin, aber das wäre auch eine Rolle, die generell auch Regiearbeit verlangt hätte. Also da wirklich genau den Ton zu treffen. Und du hast es gemacht. Hätte auch bei Profis ein bisschen gedauert. Ich muss auch sagen, von den Regieanweisungen her, das ist es ja schon das zweite Mal, dass ich mache, ich bin ja fast schon es gewöhnt, aber das war jetzt sehr viel mehr in die Tiefe, also das ist auch sehr wichtig, war exakt den richtigen Tonfall zu treffen, die richtige Tonhöhe zu haben, den richtigen Ausdruck zu haben. Das ist wirklich ein bisschen mehr so, als würde man hier ein Hörspiel aufnehmen, wirklich. Ist es denn bei dem Genre auch so, dass vor den stehenden Bildern im Adventure die Schauspieler dann halt viel transportieren müssen auch? Ja, das ist sehr wichtig, gerade bei Adventures. Also es läuft viel über Text. Die Inszenierungsmöglichkeiten sind halt nicht so ausschweifend wie jetzt bei irgendeinem anderen Spiel, wo Unmengen an Budgets drin sind und man ganz viel machen kann. Deswegen ganz viel läuft wie der Sprecher das rüberbringt. Gleichzeitig, was hier natürlich jetzt auch anders ist als bei anderen Produktionen, ist, dass ich auch der Autor bin. So, ich habe das alles geschrieben und ich habe dann ein ganz anderes Bild von den Texten, wie sie gesprochen werden, müssen als jetzt ein Regisseur, der angestellt, also der gehired wird, das zu tun. Das ist auch nicht immer leicht so, weil gerade wenn man schreibt, es passiert leicht, dass die Charaktere, also in meinem Kopf klingen die alle so ein bisschen, wie ich es aussprechen würde. Und das ist dann, wenn man im Studio sitzt, dann nochmal so eine Geschichte, wenn dann Sprecher haben anderen Sprachrhythmus, die sprechen einfach anders, es klingt einfach anders. Und davon muss ich mich immer wieder verabschieden, dass es nicht so klingen muss, wie es in meinem Kopf jetzt klingen muss, sondern so, dass die Sprecher es halt so rüberbringen. Und das ist natürlich auch das Schöne daran, dass es am Ende dann nicht mehr ich ist. Ich nicht mehr ich bin, der da irgendwie erklingt, sondern tatsächlich eine andere Rolle die was Neues reinbringt, was ich vorher nicht in meinem Kopf drin hatte. Ich muss sagen, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber machen wir trotzdem mal weiter. Ich habe hier jetzt Jonas, der ist der Projektmanager für Memoria. Und ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht zu sehr reingefunkt mit extra Wünschen, auch noch eine Sprechrolle zu haben und sonst was. Also, absolut nicht. Ich bin ganz zufrieden. Das heißt, dein Job ist halt eben auch sowas zu managen, dass die Sprecher alle besetzt werden und alles zeitmäßig richtig abläuft. Genau, ich kümmere mich um die ganze Koordination, auch mit dem Tonstudio. Überwacht dann auch Kevin so ein bisschen bei seiner Arbeit und guckt, dass das alles im Rahmen dessen bleibt, was wir irgendwie uns vorgestellt haben. Und ich protokolliere quasi mal mit, weil Kevin gibt ganz viele Regieanweisungen. Und wir gehen dann ja nochmal in englische Tonstudios, auch mit dem Spiel. Und damit das eben alles protokolliert ist und auch jede Satzänderung, die wir irgendwie im Studio vornehmen, weil der Sprecher mit dem Wort Probleme hat oder so, das hatten wir ja vorhin schon, dass es dann eben auch umgesetzt wird und dass die Skripte das auch wissen, damit wir nicht plötzlich unterschiedliche Texte haben, die angezeigt und gesagt werden. Ja. Das fand ich jetzt auch interessant, dass für euch offensichtlich der deutsche Text, also der Originaltrack war, weil zum Beispiel bei dem anderen, was wir schon gemacht haben, da war es so, dass ich einen englischen Track als Vorlage hatte und jetzt hören die englischen Sprecher meine Stimme. Im Prinzip ja, darauf wird es hinauslaufen, ja, dass sie sich dann an deiner Stimme und deiner Performance auch orientieren. Für uns ist der deutsche Markt natürlich einfach immer noch ein sehr, sehr wichtiger Markt und wir haben uns einfach entschieden, dieses Spiel auch wieder auf Deutsch zu schreiben, auch gerade weil es in der DSA-Welt noch relativ wenige gute Übersetzungen gibt, es ist alles ein bisschen schwieriger und deswegen haben wir uns bemüht, das erstmal alles im Deutschen zu machen, im Deutschen gut zu machen. Da haben wir auch hier die Partnerschaft eben mit Periscope, die ganz gut funktioniert über Jahre hinweg und genau, dann werden wir international das dann anhand der Deutschen ausrichten. In wie vielen Sprachen wird es denn dann noch lokalisiert? Vorerst geplant sind erstmal Deutsch und Englisch, genau. Okay, weil wir hatten vorhin auch schon gesehen bei euch im Studio, dass teilweise auch russische Preise rumstehen und dergleichen. Ja. Also eine russische Textloka ist wahrscheinlich, aber das kann ich noch nicht zusagen. Also das entscheidet sich noch im Laufe der Zeit. Ja. Okay, und so grundsätzlich dann die Arbeit halt, zum Beispiel dann auch mit Laien, wie wenn ich da jetzt irgendwie unbedingt mit rein will oder sonst was, ist das etwas, was du eher locker siehst oder ist das schon so ein bisschen, wo man sich denkt, aber man will eigentlich schon die Sprecherprofis haben? Ich finde es abwechselnd, die Abwechslung ganz schön. Also für die Hauptrollen zum Beispiel ist es angenehm, mit Profis zu arbeiten, weil die einfach unglaublich viel Text haben. Also wir hatten jetzt Sascha Dreger hier, der ja wirklich Profisprecher ist, der Tim von TKKG, der unsere Hauptrolle spricht, Geron, oder eine unserer Hauptrollen. Und der hat halt 2000 Lines.
das kann man nicht irgendwie mal eben ausprobieren. So. Aber ansonsten ist es halt auch immer schön, Leute da zu haben, die vielleicht nicht so die Erfahrung haben, die sich aber dafür total reinhängen. Du sagtest auch irgendwie gerade, die Periscope Studios sind eure Partner so in der Hinsicht. Werden praktisch alle eure Spiele hier vertont? Nicht alle, aber doch viele. Also wir haben mit Ender bricht aus hier angefangen und die ganzen Poki-Spiele sind hier entstanden. Also auch Deponia oder auch Satinas Ketten zum Beispiel ist hier vertont worden. Aber auch natürlich Spiele, die nicht von uns sind. Also zum Beispiel Skyrim ist auch hier vertont worden tatsächlich. Das ist also dann schon auch nochmal eine Nummer größer vielleicht, so vom Produktionsaufwand her. Und das, aber schön, die sind eigentlich ein guter Partner, was das angeht. Wir sollten nicht trödeln. Ich habe jetzt tatsächlich einen Profi neben mir sitzen. Caroline ist Schauspielerin und macht nebenher halt auch Vertonungen und ein bisschen Synchro. Und man kennt deine Stimme aus Skyrim, aus dem Dragonborn DLC, richtig? Genau. Und ich erinnere mich noch, dass wir deine Rolle Freya uns sogar ein bisschen drüber lustig gemacht haben, dass die viel mehr redet als andere Begleiter. Und wir haben sie, glaube ich, irgendwann sogar von der Klippe geschubst. Aber nichts gegen dich. Ich frage mich, ob ihr etwas Miraks Geschichte erzählt. Fuß, runter! Aber magst du ein bisschen erzählen, wie da das Vertonen war? Weil du hast mir eben schon ein bisschen erzählt, dass das anders lief als jetzt hier bei dem Adventure. Genau. Also da war es so, dass ich hierher kam und der Regisseur mir gesagt hat, dass ich nichts wissen soll von dem, was die Figur macht, weil es wahnsinnig kompliziert ist, diese ganzen Zusammenhänge so zu erklären. Und dass ich mich einfach auf mein schauspielerisches Können verlassen soll und auf die Stimme hören soll, auf die Originalstimme. Dann habe ich mir diese Sätze angehört immer vorher, die amerikanische Frau da gesagt hat und dann versucht, da die Emotionen rauszuholen und dann in meine Sprache reinzusetzen. Ja, und das war auch echt, war auch gar nicht ohne, weil die hat dann ja auch so, die, weiß ich nicht, wird ja auch mal geschlagen oder irgendwas, mit diese ganzen Stöhnen und Ächzt und diese ganzen Laute, das war gar nicht so leicht. Das stimmt natürlich, dass man im Actionspiel dann auch viel so diese Reaktionen haben muss und dann schreien und stöhnen. Genau. Ich nehme an, das erwartet dich jetzt eher weniger. Du hast gerade schon so ein bisschen eine Einführung bekommen, ohne dass wir spoilern wollen. Magst du kurz beschreiben, wie hier dann dran gegangen wird bei der Vertonung von dem Adventure? Wurde mir sehr viel über den Zusammenhang und die Geschichte erzählt und schon ganz viel Hintergrund zur Figur gegeben und ich glaube, ich bin von vornherein jetzt gerade noch ein bisschen mehr in der Geschichte involviert, was mir auch natürlich Futter gibt, jetzt die Rolle zu entwickeln. Das ist auch ganz spannend natürlich, weil es halt keine Vorlage gibt. Also werde ich jetzt auch mitentwickeln können mit dem Regisseur zusammen. Das ist ganz schön. Macht das auch ein bisschen mehr Spaß, dann die Figur auch selber aufbauen zu können und nicht nur was zu kopieren? Ach, es hat beides seine Reize irgendwie. Also das eine ist eine große Herausforderung sprecherisch, dass man wirklich genau hört, okay, was steckt da für eine Emotion drin und sich das so dann in dem Moment das so reproduzieren muss. Und genau, hier ist es jetzt einfach eine andere Herangehensweise. Also ich finde beides eigentlich schön. Das eine wie das andere. Okay, wir wollen dich auch gar nicht so lange aufhalten. Du hast noch einen vollen Tag. Vielen Dank. Gerne. Den Kevin habe ich mir auch eben nochmal geschnappt und ich muss gerade was aufgreifen, was dein Kollege gesagt hat, dass er darauf achten muss, dass du nicht über die Stränge schlägst oder nicht über die Grenzen hinausgehst bei den Vertonungen. Bist du da zu penibel vielleicht? Ja, ich glaube, das kommt dazu, wenn man eben die Texte selbst geschrieben hat. Also dann feilt man gerne an einzelnen Sätzen, was man eigentlich nicht immer darf wegen dem Zeitrahmen. Also man hat die Zeit ist recht übersichtlich, die man hat, und man muss schauen, dass man gut durchkommt. Und ich muss auch für mich selbst dann auch immer dann genau sagen, wo sind jetzt die Stellen, die besonders wichtig sind, dass ich da jetzt schleife, und bei anderen Stellen, wo kann man einfach jetzt sagen, okay, so funktioniert das so, aber da muss jetzt nicht alles perfekt sitzen. Und Jonas und auch Toni, unser Tontechniker, die gucken da gerne, dass ich dann nicht über die Stränge schlage. Okay, wie entscheidest du das? Hast du vorher schon deinen Plan? Das muss jetzt wirklich perfekt sein und bei den anderen Sachen gucken wir mal so. Oder ist das etwas, was sich dann in der Situation mit dem Sprecher entwickelt? Also in der Regel weiß ich, welche Szenen im Spiel wirklich sitzen müssen. Also welche, wo ich halt einen bestimmten Effekt erzielen will. Manche andere Szenen sind halt vor allem dazu da, dass man eben, also so typische Hotspot-Texte, wenn der Spieler irgendwie interagiert mit seiner Umgebung, und es kommt ein Text zurück, der einfach sehr informativ sein soll, sagen, es geht nicht, weil in der Regel ist da noch so ein kleiner Gag mit drin oder irgendwas, was den Charakter so ein bisschen charakterisiert.
Aber im Großen und Ganzen ist es nicht so die große Bombe, wo die Leute dann in Tränen so gerührt sein sollen, weil es so ein wunderschöner Satz ist. Da gibt es dann Szenen, die ganz gezielt eben angelegt sind und einen bewegen sollen. Und da muss man halt gucken, dass halt wirklich der Tonfall auch wirklich stimmt. Okay. Und zuletzt natürlich, ohne dass du mein Ego zu sehr zerstörst, wie schlimm war es? Es war gut. Also es war... diese Ängstlichkeit hat mir sehr gefallen, die du im Tonstudio hattest. Das war die pure, echte Nervosität. Nee, weil das war auch wichtig für die Rolle. Das war wirklich überzeugend so. Also die emotionale Komponente und diese Rolle, die du gespielt hast, die lebt halt sehr stark davon, dass es eine sehr, sehr gefährliche Situation für sie ist. Und das hast du sehr gut rübergebracht. Und mehr konnte ich da eigentlich nicht hoffen, denn das war genau das, was wir halt brauchten. Okay, dann bin ich ja froh, dass ich euch das nicht torpediert habe und hoffe, dass auch niemand anders euch jetzt noch irgendwie Steine in den Weg legt und dass das alles sauber rauskommt und auf den Markt kommt. Ich persönlich freue mich schon sehr drauf. Dankeschön, danke. Wir machen uns jetzt wieder auf den Heimweg nach Fürth. Ich schon ein bisschen meine Stimme, aber wir sehen uns natürlich auch demnächst wieder im nächsten Special, in einer regulären Playtime-Show oder in unseren anderen Shows wie High Five oder Shut Up and Take My Money. Macht's gut und bis dann.